Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Euroraum erneut erhöht, zum 10. Mal in Folge. Lange verfolgte die Notenbank eine Nullzinspolitik. Erst seit vergangenem Sommer hob sie den Leitzins immer weiter an. Heute um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 4,5%. EZB-Chefin Lagarde begründete die erneute Erhöhung mit dem Kampf gegen steigende Preise. Nach Auffassung der Währungshüter haben die Leitzinsen jetzt ein Niveau erreicht, das einen erheblichen Beitrag zur Senkung der Inflation leisten werde. Doch auch eine weitere Anhebung in Zukunft schloss Lagarde nicht aus. Allerdings seien nicht alle Mitglieder des EZB-Rats für die Erhöhung gewesen. Hunderttausende Kunstwerke sind während der NS-Zeit den Besitzern geraubt worden oder sie wurden unrechtmäßig erworben. Deutschland bekannte sich vertraglich zur Rückgabe und gründete vor 20 Jahren eigens dafür die beratende Kommission NS-Raubgut. Kritiker fordern jetzt, diese gesetzlich mit mehr Kompetenzen auszustatten. Denn bislang konnte das Gremium nur tätig werden, wenn neue Besitzer und Erben an einem Strang zogen. Der Löwe wurde zurückgegeben an die Erben eines jüdischen Verlegers. Auch Schiffe in bewegter See sowie Landschaft mit Ziege erhielten die Nachfahren eines jüdischen Kunstsammlers zurück. Immer wieder werden Kunstwerke als NS-Raubkunst identifiziert und zurückgegeben. Für kompliziertere Fälle aber wurde vor 20 Jahren mit viel Politprominenz eine Kommission gegründet. Doch die entschied in gerade mal 23 Fällen. Nur wenn beide Seiten, also Erben und diejenigen, bei denen sich das Kunstwerk befindet, die Kommission anrufen, kann sie tätig werden. Nicht zufriedenstellend, so der Kommissionschef. Und habe auch immer betont, dass wir ohne eine gesetzliche Regelung nicht auskommen. Nicht das, was im Augenblick, oder was heißt im Augenblick, seit 20 Jahren nicht, in Deutschland praktiziert wird, dass bewegt sich alles im rechtsfreien Raum, nicht? Ein Beispiel. 1964 erwarb der bayerische Staat Madame Soleil von Picasso. Die jüdische Familie Mendelssohn-Bartholdy will das Bild zurück. Die Bayern aber sehen sich als rechtmäßige Besitzer. Die Kommission wollen sie gar nicht erst fragen und damit ist die Familie machtlos. Mir geht es gar nicht darum, ob der einzelne Erbe jetzt sauer ist oder verärgert ist. Mir geht es auch um das, welches Bild Deutschland in der Welt zeigt. Und das ist kein gutes. Ein Gesetz muss her, fordern der Zentralrat der Juden und die Kommission, damit die Rückgabe von NS-Raubkunst in geordnetere Bahnen kommt.